Hallo und herzlich willkommen zurück zum Thema Mathe-Kursstufe. Diesmal wieder mit beschränktem Wachstum und einer Beispielaufgabe, dass ihr wisst, wie das so alles abläuft. Ich werde euch jetzt hier, also es war wirklich eine Klausur bei mir, und ich werde euch jetzt hier mal diese Aufgaben vorstellen und euch Lösungsansätze geben. Ich werde es nicht vorrechnen, versucht es selber. Wenn ihr wollt, kann ich euch die Lösung nachgeben. Und wenn ihr auch selber auf die Ideen kommen wollt, dann pausiert mich einfach und versucht selber und hört mir danach zu. So, also wir haben hier die Funktion gegeben, b von t ist gleich 150t Quadrat mal e hoch minus 0,2t. Und das ist eine Viruserkrankung in einer Stadt. Und Achtung, die momentane Erkrankungsrate oder auch die Anzahl der Neuerkrankungen pro Woche wird durch diese Funktion beschrieben. T ist in Wochen seit Beobachtungsbeginn. Und die erste Aufgabe oder der erste Aufgabenteil war jetzt: Skizzieren Sie das Schaubild von b von t. Das bedeutet, da wir im Wahlteil sind, haben wir ja immer ein GTR zur Verfügung und können es einfach so mal ausrechnen. Also einfach die Funktion eingeben, Achtung, statt t einfach x benutzen und Abzeichen möglichst genau. Ja. Das war es auch eigentlich dazu schon. Wann erkranken die meisten Personen? So, jetzt passt auf. Da das hier die Anzahl der Neuerkrankungen sind oder auch die momentane Erkrankungsrate, suchen wir nicht nach irgendwas Komischem, sondern wir suchen nach einem Maximum von dieser Funktion. Das Maximum, das ist einfach auszurechnen über die Ableitung. Dazu gibt es auch ein Video, falls ihr es nicht wisst, wie es geht. Oder dann einfach über den GTR. Also einfach GTR, dann Maximum. Ja, Achtung, Lösung, pausiert mich schnell, ist 10. Ja. Genau, und dann zeige, also der dritte Aufgabenteil, zeige, dass nach 10 Wochen die momentane Erkrankungsrate rückläufig ist. Wann nimmt sie am stärksten ab? Okay, das mag jetzt sehr, sehr kompliziert klingen, ist aber eigentlich nicht so schlimm. Die momentane Erkrankungsrate ist dann rückläufig, wenn die Ableitung negativ wird. Und wann wird die Ableitung negativ? Naja, wenn sie 0 passiert hat und nach unten weitergeht. Das heißt, wir suchen erstmal eine Nullstelle der Ableitung von dieser Funktion. Macht ja auch Sinn. Dann diese Nullstelle, die haben wir ja eigentlich schon in der Aufgabe davor berechnet. In dem Teil, wann die meisten Personen erkranken. Nämlich, als wir unser Maximum ausgerechnet haben. Die liegt bei 10. Die Nullstelle. Liegt bei 10. Und wann nimmt sie am stärksten ab? Das heißt, wann nimmt die Ableitung am stärksten ab? Das bedeutet, wir suchen die Nullstelle der zweiten Ableitung, da wir das Minimum der ersten Ableitung wollen. Das können wir auch im GTR machen oder auch von Hand. Ich denke, ihr wisst, wie das funktioniert. Lösung 17,071. Ja, da kann man auch dann eventuell mal runden, wenn ihr wollt, oder auch nicht. Dann die der nächste Aufgabenteil. Alle Neuerkrankungen werden sofort der Gesundheitsbehörde gemeldet. Zu Beginn der Beobachtung wurden 100 Personen gemeldet. Wie viele Personen sind nach 12 Wochen insgesamt gemeldet? So, jetzt kommen wir zum neuen Teil, nämlich dem Integral. Das wollte ich euch eben zeigen, darum ging es mir hauptsächlich. Und zwar, wir hatten es ja noch gar nicht gemacht bisher, mit Integral und der Bestandsfunktion oder halt Wachstum gearbeitet. Diese Funktion, die b von t, gibt ja an, wie viele Menschen gerade neu erkranken, also pro Woche. Das bedeutet, wenn wir alle
kranken Leute wollen, brauchen wir ja im Prinzip die Fläche unterhalb der Funktion. Und das ist ja nichts anderes wie unser Integral. Ja. Sagen wir, die Funktion wäre jetzt mal negativ, dann würden halt wieder Leute antineu erkranken. Also praktisch gesund werden tut sie aber nicht. Ich habe es mal angeguckt. Könnt ihr auch gerne machen. Jedenfalls nicht ab dem Zeitpunkt 0. Man geht ja bei Bestand, bei Wachstumsfunktion nie unter 0. Also, wie kriegen wir jetzt das raus? Okay, wir brauchen erstmal eine Integralsfunktion, deswegen integrieren wir, Achtung, dazu brauche ich jetzt doch ein bisschen hier eine Formel. Okay. Wir integrieren von 0 bis t. Okay, also wir erstellen eine neue Funktion. Wir nehmen b von t. Dt, also d steht immer da und t ist dann halt nach was wir integrieren. So, ist gleich. Wie man das jetzt ausrechnet, das könnt ihr einfach mal selber ausprobieren. Auf jeden Fall muss man diese Funktion erstmal aufleiten und dann eben einmal 0 einsetzen, einmal t einsetzen, nicht eine Zahl. Da wird dann am Schluss wieder eine Funktion mit t als Variable rauskommen. Und Vorsicht, da in der Aufgabenstellung drin steht, am Anfang oder zu Beginn der Beobachtung wurden 100 Personen gemeldet, müssen wir am Schluss, wenn wir diese Funktion haben, noch plus 100 hinschreiben. Okay? Also ich kann euch jetzt mal das Ergebnis geben. Das müsst ihr auf jeden Fall von Hand machen, da ihr eine Funktion aufstellen müsst. T Quadrat plus 10t. Also da es eine Beispielaufgabe ist, rechne ich das jetzt nicht. Nur mal so, wie das aussehen könnte. Das hat mir nämlich oftmals gefehlt. Ich habe keine Ahnung gehabt, wie sowas sein könnte. 0,2t plus 37.500. Plus 100. So, das macht dann insgesamt zusammen 37.600. Ja. Gut, und das ist dann eben diese Funktion, die Anzahl der insgesamt erkrankten Leute. Und das ist eben jetzt das, wie man das Integral benutzt. Also das ist dann einfach, da wir hier die Anzahl der Neuerkrankungen haben, ist das die Anzahl der insgesamt erkrankten Leute. Die Aufleitung sozusagen. Gut, nächste Aufgabe. Die Funktion f von t, also groß f von t, die praktisch die Aufleitung sein soll, zu der hier, dann wurde die Funktion angegeben, ist eine Stammfunktion von f. So, wie kann man das jetzt überprüfen, ob das stimmt? Man leitet sie einfach ab und wenn b von t rauskommt, dann stimmt. Es ist jetzt kein großes Hexenwerk. Ja, und jetzt fragt sie hier, wann wird die Zahl von 20.000 gemeldeten Personen erreicht? Was machen wir da? Naja, wir nehmen diese schöne Funktion hier und setzen sie gleich 20.000. Und dann schauen wir. Ja, entweder können wir es mit GTR machen, indem wir Intersection benutzen, oder wir machen es ganz einfach von Hand. Bisschen aufwendiger, aber okay. Und dann kommt auch wieder ein schönes Ergebnis raus. Das sind dann circa 14 Wochen, also 14,0586 wäre das etwas genauere Ergebnis. Ja. Gut. Dann nächste Aufgabe. In einer Stadt mit 30.000 Einwohnern ist bei Beobachtungsbeginn bereits die Hälfte der Einwohner an diesem Virus erkrankt. Es ist davon auszugehen, dass im Laufe der Zeit alle Einwohner von der Krankheit erfasst werden und dass dabei die momentane wöchentliche Erkrankungsrate proportional zur Anzahl der noch nicht erkrankten Einwohner ist. Was? Okay, das ist jetzt sozusagen die Endaufgabe oder die vorletzte Aufgabe. Und deswegen ist sie sehr schwierig zu verstehen. Gehen wir mal langsam durch den Text. In einer Stadt
Okay, das ist jetzt relativ egal. Also ich lese nochmal kurz die Aufgabe, die man dann machen muss, vor. Gib die zugehörige Differentialgleichung an, wenn der Proportionalitätsfaktor 0,1 beträgt. Okay, die zugehörige Differentialgleichung. Okay, das ist das hier. Wir sollen also eine Bestandsfunktion modellieren. Ich nenne das hier mal kurz um in f von t. Und packen mal kurz da noch was hin, dass wir damit arbeiten können. Wobei eigentlich interessiert uns das jetzt gerade nicht mehr so sehr. Deswegen lösche ich das. Ich hoffe, das ist okay für euch. Ansonsten einfach nochmal vorspulen. Hat jetzt gerade auch nichts mehr damit zu tun. Das mache ich eigentlich gerade. Hä? Okay. Umso besser. Sorry, dass ich gerade ein bisschen hier verpeilt bin. Das Programm ist gerade netter, als ich es gewohnt bin. Also. Wir sollen also B' von t angeben. Also in einer Stadt mit 30.000 Einwohnern. Okay. Das bedeutet für uns, weil ja später steht, alle werden davon erfasst. S, ups, nicht Klammer, S ist gleich 30.000. Wir haben 30.000 Einwohner, alle werden krank werden. Keine schöne Aussicht, aber 30.000. Gut, ist bei Beobachtungsbeginn bereits die Hälfte der Einwohner an diesem Virus erkrankt. Ein ziemlich penetranter Virus, muss ich echt sagen. B upsala, von 0 ist dann schon 15.000, also 30.000 durch 2 sind 15.000. Es ist davon auszugehen, dass im Laufe der Zeit alle Einwohner von diesem Krankheitsvirus erfasst werden. Deswegen können wir die Schranke nehmen. Ist ja klar. Und dass dabei die momentane wöchentliche Erkrankungsrate proportional zur Anzahl der noch nicht erkrankten Einwohner ist. Das ist jetzt wahrscheinlich das, wo die meisten von euch stutzen werden. Lassen wir es mal einfach sein. Und lesen weiter. Gib die zugehörige Differentialgleichung an, wenn der Proportionalitätsfaktor 0,1 beträgt. Also Proportionalitätsfaktor ist k. 0,1. Ja, toll. Dann haben wir es ja eigentlich schon. B' von t ist gleich k, also 0,1 mal Klammer auf, s ist 30.000 minus b von t. Und dann können wir hier das einfach auch wieder einsetzen. S minus s, okay, dann fällt es hier sogar schon mal weg. Minus 30.000 minus 15.000 macht 15.000. Warum habe ich die Klammer da gemacht? Warum habe ich die Klammer gemacht? Ja, okay, negative Zahl, soll ich mal eine Klammer drum machen, dass man auch weiß, wozu sie gehört. Also wir sind jetzt gerade hierbei und da hier so das einsetzen. Mal E hoch minus k ist 0,1 t. Und schon sind wir fertig. Yeah. Was für ein Hexenwerk. Eigentlich nicht so schwer. Ich hoffe, ich habe euch da jetzt gerade keinen Schluss erzählt. Ich habe das gerade auch wieder frei gemacht. Muss mal kurz kontrollieren, ob das so stimmt. Ja, sieht doch gut aus. Und wenn wir es jetzt als Differentialgleichung angeben sollen, dann müssen wir das einfach eigentlich nur hier einsetzen. Also wirklich 0,1 mal s sind 30.000 minus b von t. Also im Prinzip reicht es schon, wenn wir hier noch die Klammer drum machen zumindest. Im Prinzip reicht es auch schon, wenn wir das so machen. Das wäre dann schon sozusagen das Ergebnis. Einfach alles einsetzen, was ihr haben könnt. So, bestimme die Funktion, die die Anzahl der erkrankten Personen beschreibt. Wie viele Personen werden demnach nach 4 Wochen erkrankt sein? Bestimme die Funktion. Okay, wir sollen die Funktion bestimmen.
die die Anzahl der erkrankten Personen beschreibt. Die Anzahl der insgesamt erkrankten Personen ist, was habe ich vorhin gesagt, das Integral. Wie viele Personen werden demnach nach 4 Wochen erkrankt sein? Gut, das heißt, wir stellen jetzt doch die komplette Funktion auf, weil im Prinzip haben wir hier die Differentialgleichung, also die Anzahl der Neuerkrankungen, und im Prinzip wird es reichen, wir haben hier B' bedeutet ja die Ableitung, und ich kriege den Strich mal wieder, nicht weg, deswegen lasse ich das jetzt so. Im Prinzip sollte ich einfach B von T aufstellen. Das ist alles, was ihr machen sollt. Da wir S schon haben, da wir B von 0 haben und E hoch minus KT, ist es kein großes Ding. Einfach alles einsetzen und dann war es es auch schon. So, ihr seht, sehr schwieriger Text, sehr schwer zu verstehen, aber es ist machbar. Und ich hoffe, dass ihr wieder neuen Mut gefunden habt. Und ja. Ich hoffe auch, dass euch das was gebracht hat hier, was wir gemacht haben. Wenn nicht, dann schreibt es einfach rein. Wenn ich noch mehr davon machen soll, schreibt es auch rein. Je nachdem. Ja. Alles klar, ich wünsche euch was. Bis dann.